Servus, meine lieben Freunde, ich grüße euch. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier. Ich bin's André und wir spielen Star Wars The Old Republic. Und weiter geht's hier im Justicar-Gebiet. Wir haben hier noch einiges zu tun. Müssen noch ein paar Leuten helfen. So, wir sind jetzt auf dem Weg hier hinten zum... genau, einen Auftrag zur Zerstreuung besorgt das Frachtlisten-Datenpack. Okay, kam gleich eine Bonusmission. 30 Justicare sollen wir noch killen. Okay, muss ich dann darauf achten, dass wir noch ein paar mehr Leute hier ballern. Was das Feines hier? Ah, ich weiß, dass ich free to play bin. Sinnfertigung, Unterweltshandel. Kann ich hier gleich. Ja, also hier oben, wo die Frachter sind, soll das sein? Aha, da ganz hinten. So, da hinten ist der Computer, da steht natürlich ein Elite-Gegner, dann holen wir uns den. So, kurze Erholung. Computer. So, Datenpaket habe ich, Kiste sammeln. Oh. Okay. Technologie. So, dann geht es zur nächsten Plattform da drüben. Was war in der Kiste eigentlich drin, ne? Angepasste Schusswaffe, Stiefel. Ah. Wahrscheinlich nichts in meinem. Ah ne. Stufe 8 könnte ich vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das als. Achso, guck mal, steht es doch Gegenstand Modifikation. Thank you.
Ja, haben wir auch. So, haben wir noch ein Datenpack? Ja, da hinten, wa? Ja. Datenpack 1. Also ich glaube, dass die Bonusmission schon fertig ist, oder? Ja, tatsächlich. Hier unten gehen noch weitere Bonusmissionen. Oha. Hier steht erstmal, okay, hier muss was Krasses bewacht werden. Das Datenpack muss wohl noch wichtiger sein. Ganz geheim mal hier vorbeigehen an der Seite. Und so, das letzte Datenpack. So, haben wir auch. Dann nochmal schnell Erholung. So, und dann können wir schon theoretisch abgeben. Dann würde ich sagen, auf den Gleiter rauf. Und zurück geht's. Mal gucken. Ah, ich komme natürlich hier nirgendwo durch, wa? Wer sind die Typen? Ich kann mich einfach vorbeischummeln, ohne dass sie mich hier runterschießen. Ah, schwierig, schwierig. Komm, gib Gas. Komm, 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 komm. Die Akten vom Raumhafen der Justicare. Das sollte alles sein, was ihr braucht. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Diese Akten werden beweisen, dass die Justicare fremde Ausrüstung bekommen. Ich werde sie dem Hauptquartier übermitteln. Daran werden sie eine Weile zu knabbern haben. Vielen Dank. Natürlich sehr gerne. So, was haben wir hier hinten zu tun? Hier hinten, tödliche Haft zum Inhaftierungsbereich der Justicare. Ich glaube, das war das mit dem jungen Mädchen, weil ihr, ich weiß gar nicht, ist es ihr Bruder oder ihr Freund von dem jungen Mädchen? Der wurde entführt und es geht da um irgendeinen Gürtel, naja, tralala und so weiter. Und deswegen müssen wir jetzt in den Gefängnistrakt. Ich werde irgendwann runtergekillt. So viele, die hier rumhängen. Komm ich da rein? Glaube nicht. Nein, das ist nicht der Weg. Sind tatsächlich zu viele. Jetzt noch die hier. Mal gucken. Wow, haben die irgendwie was dran geändert, oder? Also eigentlich hätten die mich schon längst von meinem Gleiter geschubst. So, was ist hier Phase?
Mit diesem auch. Besorgt dir einen Sicherheitsgürtel der Justikare. Aha, okay. Den irgendjemand von den Kollegen hier trägt oder was? Okay, wir probieren es einfach. Tatsächlich. Habe ich den? Okay. So, und jetzt? Ungerechte Justikare, tödliche Haft. Können wir jetzt hier aussuchen. Frage, muss ich diesen Gürtel anlegen oder habe ich ihn einfach nur besorgt? Hier. Kodiert, um den Träger mit Sicherheitsfeld zu synchronisieren und dieses passieren zu lassen. Was brauche ich denn hier? Hol einen Droiden-Speicherkern. Okay. Von wem? Oder von welchen Droiden? Welche Richtung? Hey, das ist lila. Ist da der Kern drin? Nee, Dunkelsporen. Was ist das denn? Wie kann ich hier? Sehe ich hier leider nicht. Bittliche Haft. Ja, so hier war er auf jeden Fall nicht gewesen. Guck mal da. Vielleicht der? Oh, der hat leider keinen Loot für mich. Hätte ich mich aber gefreut, dass ich von dem Droiden was bekommen könnte. Vielleicht von dem Chef da hinten. Mal hier mal reinschnuppern. Okay, also tatsächlich soll ich Droiden
kaputt machen im Gefängnis. Aber ich habe noch keine Droiden gesehen. Jetzt ist die Frage, also wo? Versteht ihr? Hier gibt es keine Droiden. Aufzeichnung eines Attentäter-Droiden. Okay. Wo ist eigentlich mein Gefährte? Das ist eine gute Frage. Die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit. Ich habe das dann eigentlich immer einen Gefährten. Wo ist der? Was war denn das? P, oder? Waren die Gefährten unter P gewesen? Wächter? Nee, das war... war Dings gewesen. Stimmt, habe ich ganz vergessen, wo eigentlich mein Kollege ist. Gefährten und Kontakte. Immer Level 2. Der Kollege. Guck mal hier, mein... Na, ach mal. Ist mir im ganzen Zocken gar nicht aufgefallen, dass ich einen Kollegen habe, der mir eigentlich hilft. Verrückte Sache. Ah, guck mal, Justicar-Droide. Ich habe irgendwie an, da ist er, ich habe irgendwie an einem anderen Droiden gedacht, an einem Schwebedroiden, anstatt an einem Roboter-Menschen. Egal. So, kann ich hier fliegen? Nö. Aufzeichnung der Verhandlung über Rickay Lysanis, Sitzung 1, Vorsitz Captain Dragon. Meister Lysanis, ihr seid der Verbrechen gegen das oberste Gesetz 8814 angeklagt. Beihilfe und Unterstützung eines Feindes des Protektorats. Wie plädiert ihr? Was glaubt ihr wohl, wie ich plädiere? Nicht schuldig. Ich weiß nicht einmal, wovon ihr redet. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Mein Vater gibt euch jede Menge Credits. Er wird nicht sonderlich erfreut hierüber sein. Das ist absolut irrelevant. Eure Verteidigung ist jetzt im Protokoll. Die Sitzung ist beendet. Ihr habt nicht die Absicht, mir eine faire Verhandlung zu gewähren, oder? Das ist Unterdrückung. Und ich verspreche euch, mein Vater... Aufzeichnung der Verhandlung über Rickay Lysanis. Sitzung 2. Vorsitz Captain Dragon. Meister Lysanis, wie ihr wisst, hat eure angebliche Freundin Daria Felton euer Alibi nicht bestätigt. Daria Feltons Aussage, Berichte von 6 Augenzeugen und der Blaster, den man in eurer Wohnung gefunden hat, sind ausreichend Beweis für eure Mitgliedschaft im Verbrechenssyndikat Schwarze Sonne. Möchtet ihr zum Abschluss noch etwas sagen? Wisst ihr was? Das will ich. Ihr Idioten habt mich dieses Mal erwischt. Doch ihr solltet wissen, dass ich schon seit Jahren Operationen direkt vor eurer Nase abgewickelt habe. Ich arbeite für die Schwarze Sonne, seit ich ein Kind war. Ihr seid wirklich erbärmlich. Sehr gut. Eure Abschlussverlautbarung wurde aufgezeichnet. Die Sitzung ist beendet. Am Ende werdet ihr diesen Krieg verlieren. Die schwarze Sonne wird aufgehen.
Okay, also damit konnten wir das beweisen mit den Aufnahmen, dass die Justikare, war doch die Justikare? Ja. Ja. Unschuldig sind. Oder auf jeden Fall der Kollege da. Ja. Dann geht es weiter zur nächsten. Also wie ihr seht, haben wir ja boah, noch einiges an Aufgaben, die wir hier machen müssen. Aber für heute kommen wir erstmal zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich noch freuen, wenn ihr hier ein Like da lassen würdet. Abonniert natürlich meinen Kanal und vergesst die Glocke nicht, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer André. Ciao, ciao.